Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Borderlands 2, wo wir erstmal rumballern, aber das meinte ich nicht, sondern eigentlich sind wir hier in der Mission Engel und Narren. Zerstöre den Bunker ist unsere nächste Aufgabe. Dieser erstreckt sich hier vor uns in den Himmel, riesengroß. Wir hatten gestern schon darüber, letztes Mal schon darüber nachgedacht, was denn bitte ein Bunker nicht unter der Erde macht, aber naja gut, wie dem auch sei. Ist egal. Ich habe nur gerade die Waffe ausgetestet, weil ich die gerade erst angeguckt habe. Ja. Guck mal die von der Seite an. Die hat so ein drehendes Rad dann. Wenn du schießt, dann dreht sie das ganz Ui. schnell. Echt? Und wenn ich nachlade, setzt er es dran und dann dreht er so einmal um. Und ich finde das voll cool irgendwie Also bei gerade. mir hat sich da nichts gedreht. Oder ich habe einen Knick in der Okay. Optik. Wie dem auch sei, wir sollten da jetzt reingehen. Ja, und wir werden jetzt hier reingebeamt wieder in den Bunker, ne? Ja. Ja, machen wir das mal. Beam me up, Scotty. Beam me up, Scotty. Also beam me in halt. The Bunker. In the bunker. The bunker. Mir ist gerade ein ganz schlichtes, normales. Das ist nicht im Bunker, das ist. Das, hä? In Gegner von oben oder Nee, das ist hinten einer oder von so? uns. Naja, das ist ein Gegner. Ja, wahrscheinlich auch, aber. Ja, vielen lieben Können die Dank. uns auch nach oben bringen? Aber wir schaffen das schon. Ja, da oben ist ein Kopter. Slap-Hilfskopter. Wird natürlich abgeschossen. Super. Schalte die Automatikgeschütze aus, Slap. Dezimieren deine Luftunterstützung. Warte, wo sind die? Ich sehe nichts. Ah, Ja, warte, machen wir es da oben oben. Ah, gut. ne, das ist einer von uns. Ich sehe die Sollen wir nicht. weitergehen Ah, lass jetzt? uns weitergehen, ja. Ah, wir haben hier was zum Verkaufen. Boah, bei mir ruckelt. Was zum Verkaufen, das finde ich gerade sehr geil. Das mache ich einmal gerade im Ja, Schnelldurchgang. verkaufen ist vielleicht echt nicht schlecht. Lass mich mal Aber ich kurz. glaube, ich hatte sonst nichts Spannendes, was ich irgendwie So, bereuen würde, wenn ich es nichts. verkaufe. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ver. Verkaufen, doch. So, was haben wir denn da? Boost-Fähigkeit. Die lasse ich Okay. mal drin und schaue es mir nachher an. Ja. Jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Platz, ist schon mal gut. Ja, und die werden da oben Dieses abgeschossen. Kraftfeld schützt Ach, die letzte hallo. Tür zu meinen Räumen. Es wird erst deaktiviert, wenn du den Bunker zerstörst. Ja, machen wir doch gerne. So. Die haben wir auch lange nicht mehr gesehen, die gute, ne? Hat sich lange nicht gemeldet, aber ist ja wurscht, also. Ist auch wurscht. Die ist sowieso ein bisschen Wurscht. strange. Und Käse. Okay, Schluss mit lustig, Nee, Kinder. nee. Brick und seine Versager konnten meinen Bunker nicht knacken. Und ihr könnt's auch nicht. Doch, wir können's. Ich renne jetzt hier einfach mal hoch, ne? Und, Schön, dass ihr jetzt vor dem Kampf überall Munitionskisten ja, rumstehen, deswegen nehme wo ich wir mir die gerade jetzt ja auch nicht. voll sind. Wow, was ist das denn für ein fettes Teil? Krass. Wow, eine Minigun. Cooles Teil. Kriegen wir da an. Gut, wie gut, dass ich Korrosivschaden mache. Kaputt. Ein Automatikgeschütz weniger. Wo ist das nächste? Zerstöre Ah, Automatikgeschütze. Vorsicht, Elf die kommen raus, Stück. Vorsicht. Der kommt links raus. Ja, hier vor Oh, uns direkt auch. vor uns auch. Okay, warte, ich nehme direkt den Raketenwerfer. Sollten wir auf unterschiedliche gehen. Ich gehe mal rechts um die Ecke. Vorsicht, da. Also. Ja, okay, ich mach das links. Ich mach das. Nee. Hä? Doch, ich mach das links. Was bitte? Was hat er Springt gesagt? über die Laserstrahlen. Ja, was für Laserstrahlen? Das war nicht, warte. Okay, das Geschütz ist weg. Lass mich in Ruhe. Bom! Boah, die Rakete ist echt ultra stark. Geil. Aber ich sollte die nicht an den, an die kleinen verballern. Pass auf, links ist glaube ich eins. Ah ne, das Ich ist. hab hier einen Gegner vor Ja, mir. der Bullo, oder ist das? Warte, ich kümmere mich um den. Oh, ich muss nachladen. In Deckung. Ich Hey, warum crasht du über den Boden? Das ist ja geiler Bug hier. So, irgendwo noch ein Geschütz. Oh, wow, ich bin getroffen worden. Ah, hinter mir! Verdammt! Okay, den hab ich. Also, ich muss mal kurz in Ich Deckung glaube, wir gehen. müssen. Ich glaube, das Problem ist, dass wir Ah, ich bin unten. Ja, was ist das Problem? Die Geschütze kaputt machen müssen und gar nicht uns um die Gegner kümmern müssen. Ja, kann Vermute gerade ich nicht. jetzt Muss mal. gerade. Hat es dich erwischt? Also. Ja, mit einer Granate oder sowas. Ah. Ja. Wo sind denn die Okay, ich gehe Geschütze? wieder. Ich weiß gar nicht. Wo sind die restlichen denn? Geh weg, blödes Vieh. Mein Gott. Ja, gut, okay. Einer lenkt ab und der andere zerstört die Geschütze. Oder wie machen wir das? Ich weiß mal leider nicht. Ah, Ja, da, es ich, geht. warte, ich gehe auf das Geschütz.
Ich sehe es. Mich um mich selbst. Fick dich. Oh, Entschuldigung, ich hab geflucht, das war nicht schön. Ist okay. Da unten ist auch noch ein Gegner. Kacke. Hilfe, brauchst du Hilfe? Ja, könnte gehen. Ja, das ist nur okay. diese doofen Zäune außen drumherum, die mich nerven. Oh ja. Oh, die tun dir auch weh? Tun die weh? Nein, aber ich kann nicht durchschießen. Verdammt, jetzt hat mich der Laser gerade fast getroffen. Ich hatte mich sogar getroffen, der hat mich nicht getroffen. Oh, das Geschütz ist weg. Ich weiß nicht, was die Laser machen, muss ich zugeben. Ich weiß es nicht, auch nicht, aber wahrscheinlich töten sie dich. Du kannst, glaube ich, mit dem Kursivschaden die Schilde von den Dicken wegätzen, kann das sein? Oh, verdammt. Nein, wie ärgerlich. Warte mal, was war denn das? Hihihi. Hä, so ein Geschütz in die falsche Richtung geworfen. Na egal. Kacke. Mach ich kaputt, mach ihn kaputt, mach ihn kaputt. Du schaffst das, Sabri. Lalala. Die werden hier überall gespawnt, ja? Ja, ja. Also du kannst übrigens über diese rutschenden Viecher einfach rüberspringen. Ah, das ist Automatikgeschütz, warte. Nee, ja, wo ist es? Ich hatte es doch gerade in Vision. Ach, da oben ist es! Ha! Ich helfe dir da nicht, okay? Nee, ich mein? Das finde ich okay. In okay, ja. Du bist ja voll in okay, da. Ich kümmere mich einfach um die ganzen Viecher. Ja, tu er dies. Einheit gescheitert, das hätten wir auch gerne. Blödes Geschütz, weg mit dir. Stirb. Jetzt weiß ich, warum SMG so viel Munition hat. Weil es einfach ultra viel verbraucht, oder wie? Ja. Aber es macht auch einfach Sauschaden gerade. War eine saugute Idee, dass ich zu dem Teil gewechselt habe. Einheit greift an, ja, das sieht man halt noch gerne. Ah, jetzt bin ich hier in dem Schusskreis des Automatikgeschütz, aber das kriege ich hin. Soll ich dir irgendwie helfen, oder? Nö, kein Ding. Laser? Wo? Nein, lass mich in Ruhe. Ich sehe auch keinen Laser. Ja, hier bei mir sind die. Ah, ich bin drüber gesprungen. Und? Schade, die haben nicht den Loader durchgesäbelt. Okay, ich bin down, aber das schaffe ich, glaube ich. Kommst du hoch, oder? Ja, warte Sekunde. Ja, bin down, bin oben. So kurz. Nimm mal eine neue Waffe. Ah, die Schrotflinte ist eigentlich. Ich habe mich selbst in die Luft gesprengt. Aber das passiert manchmal, ne? Ja, ich habe mal eine Homing-Granate geworfen, um die Gegner abzuwehren. Oh. Die Granate ist aber leider auf dem Geschütz hängen geblieben, was direkt vor mir stand. Oh ja, genau. Das ist das Schöne bei der Waffe, das habt ihr jetzt gerade gesehen. Wenn man zoomt, dann macht die. Ah, die können Geschütze abwehren, nett. Wenn man zoomt, dann kann der. Dann macht die einen Dings, dann macht die einen. Einen Feuerstoß. Finde ich cool, meistens eigentlich. Nervig, muss ich zugeben. Die ja, doch, auf naher Distanz ist das super. Unter dem Geschütz, direkt an der Wand, liegt ein Medipack. Ich weiß leider gerade nicht genau, wo du bist. Ich bin hier oben und metzel einfach. Ja, ich bin hier unten und metzel einfach. Ah, kacke. Warte. Gunloader, weg mit dir. Komm, stirb schon, du blödes Vieh. Ja. Sehr gut. Was sagte er gerade? Medikits? Irgendwas mit Medikits, ja, ich weiß es aber nicht, ehrlich gesagt. Also hat er hier oben hingeworfen. Ah, da ist einer gespawnt. Kacke. Stimmt, endlich. Da hat so ein Schutzschildviech Schutzschild gemacht. Kaputt. Ist, nicht. Alle Medikits. Jetzt ist er kaputt. So, nachladen. Alle gerade bekommen Medikits wieder verballert. Nein! Verdammt! Explosionsvieh ist direkt hinter mir gespawnt. Warte, ich glaube, ich brauche mal neue Munition. Okay, ist gerade ordentlich Action hier. Das ist eigentlich ganz cool. Wir sind jetzt leider nicht ja, mit dem... Ja, ich habe den Gegner besiegt und bin danach down gegangen. Ah, ist blöd. Ah, konnte aufstehen. Leider sind wir jetzt hier nicht mit dem Tavano unterwegs, aber trotzdem ist schön Action. Und wieder Gegner besiegt und danach down gegangen. Ja, ich sehe es die ganze Zeit so. Ah, da ist das Geschütz. Perfekt. Nein! Da hat mein Magazin nicht ausgereicht. Okay, warte mal. Ich komme dich einfach besuchen. Kannst du gerne machen. Aber ich glaube, ich mache das lieber so... Ich starte bei den Automaten, also gesehen habe ich. Bei den Tomaten? Bei den Tomaten, bei den Automaten. Ja, solange du nicht unten bei den, wie heißt das so schön, bei den Rüben. Ah, Laser, verdammt mich! Startest. Ich weiß auch so schön, oder? Übrigens. Oh ja, oh mein Gott. Die Geschütze werden übrigens auf der Minimap angezeigt. Ah ja. Nur so als Info. Wie viel haben wir denn schon down? Steht das? Ah, 8 von 11, ah, geil. Ja, komm, easy, schaffen wir. Ich bin noch kein einziges Mal gestorben.
Wahrscheinlich sterbe ich jetzt gleich. Ah, oh, diese blöden Elektrozeugs. Da geht mal lieber in Deckung. Ah, da ist ein Geschütz, sehr schön. Weg damit. Stirb endlich. Ich muss den Sniper besser machen können. Nein. Brauchst du Hilfe? Ja, wäre geil. Ich komme auch ein bisschen um die Ecke. Warte. Kannst du irgendwie schneller wieder... Ah, ich bin down, verdammt. Warte. Schneller wiederbeleben oder so? Ich bin down, deswegen kann ich nicht schneller wiederbeleben. Nein, weil das der Balken relativ schnell voll war. So kann sein, vielleicht habe ich irgendwas besonders geskillt. Du stehst wieder, okay. Ja, ja, ich stehe wieder. Ich schätze den Schütz mal ein. Oh, leg den oben, der fliegt uns sonst wieder hier, der blöde Jetloader. Wir sind gerade alle Gegner, die mir abhauen, sind mir lieb und recht. Verrecke! So. Ich gehe mal kurz hier rechts rum. Na komm, du bist gleich da, jetzt töte ich dich direkt. Wo sind die Geschütze? Müsst du dich um das rechts, ich nehme das Ding. Ich versuch's, ja, ich bin hier gerade ein bisschen beschäftigt. Verdammt! Hat mich erwischt, warte, ja, nee, ich krieg den. Ja, ich stehe wieder. Hurra, hat er gesagt. Der gute Marine. Ich meine, dass ich halt links rumgehe und du rechts rum. Ja, mach ich. Ja, verdammt, ich muss... Ich weiß nicht, ob das Geschütz hat, das eine Schwachstelle? Es hat eine Schwachstelle. Ja, dieses rote, dieser rote Punkt. Genau hinten hat es eine Schwachstelle. Ja, genau. Hab's trotzdem hingekommen. Oh, der Laser. Oh, verdammt mich. Laser. Boah, die sind ganz. Boah, die kommen aus total komischen Situationen. Komm. Kann es sein, dass die Laser einfach nur ein Signal dafür sind, dass neue Gegner kommen? Nein, die Laser, die machen ja auch Aua. Okay, mir haben sie keine Aua gemacht. Doch, die machen ja die Schilde weg, glaube ich. Das kann nicht sein. Ja, wie geil das Geschütz trifft. Korrosionsmunition macht auch bei diesen Rotoren. Ah, verdammt, Loader. Rotoren einfach in den Arsch. Das ist gut, weil die nerven nämlich total. Knall den ab. Ja, sehr schön. Ja, ich weiß das Geschütz, ich sehe das. Ja, ja. Hab's. Okay, das bringt nichts. Sehr schön. Yep. Verpiss dich. Boah, ist das ein Durcheinander. Keine Automatik. Ui, da! Ich würde Angel nur mit ein paar Bots und wackeligen Kanonen. Oh, was ist das? Weißt du, du bist nicht wirklich am Bunker. Der Bunker ist kein Ort. Ach du Scheiße. Der Bunker ist ein riesiger Loader? Das. Nee, Constructor. Bunker. Darf ich vorstellen? BNK-3R. Der größte Verteidigungsbot, der je gebaut wurde. Ja, schön. Ich habe ihn selbst entworfen. Ich räume erstmal unten auf. Ja, wir haben auch schon deinen super tollen Wilhelm getötet. Ja, das heißt, wir müssen jetzt den scheiß Bunker abschießen. Oh Gott. Ich guck mal, ob ich dem irgendwas machen kann. Ich geh mal nach oben. Vielleicht hat man da eine bessere Position. Und außerdem ist hier weniger Platz. Das heißt, man kann vielleicht sich besser verteidigen. Kann Schaden machen, ja. Oh, hier ist Wasser. Das ist ja schön hier. Ja. Okay, ich glaube, das bringt das gerade hier oben nicht so viel, leider. Ah, da ist er. Oh, er schießt mit ziemlich fetter Waffen auf uns. Weißt du, wo der am besten zu treffen ist? Hast du eine Ahnung? Der hat zwei Augen. Ja. Siehst du die? Ja. Das sind die beiden Schwachstellen. Ah, verdammt. Ah, man kann anscheinend die... schießt erstmal die Automatikgeschütze von dem Ding ab. Okay. Ah, haben wir schon. Eins bist du unten rechts noch. Ah, das ist auch weg. Oh, verdammt. Wie gesagt, ich hab Augen auf den eigenen Loader geschossen. Augen von ihm sind das starke. Wer schickt Munition? Die Slabs. Habe ich bis jetzt noch nicht mitbekommen irgendwie. Ja, weil der immer hier oben drauf gelandet ist. Aber jetzt hat er gesagt, er schickt irgendwie zum Wasserfall oder so. Also hier hinten ist Wasser. Oh, mein Geschütz ist toll. Ich mag das. Kacke, jetzt bin ich auf dem Boden und habe keinen Gegner. Doch, da habe ich einen Gegner. Ne, hier ist aber nichts. Du brauchst keine Hilfe? Geht das so? Dann müsste klappen. Mörserfeuer? Okay, dann gehe ich mal in Deckung. Trotzdem komme ich mal zu dir, weil ich glaube, dass man hier ein bisschen mehr Deckung hat, ein bisschen besser überlebt. Ja, hier hat man ganz gut deswegen ganz gut Deckung, weil aus. Weil hier nicht so viel Platz ist. Ja, aber also nicht so viel Platz für Gegner ist, meine ich. Hui! Ah, das ist der. Boah, ich glaube, ich habe gerade ungewollterweise mein Zeugs lauter gemacht. So. Kannst du mich gerade auf? Achso, da bist du. Ich dachte, du wärst woanders. Warte, Sekunde. Jetzt.
Weil hier kann ich gerade nichts machen. Ja. Okay, danke. Gut, weiter auf das Vieh. Jetzt hat er Geschütze, jetzt hat er die... Ja, gut, einfach so. Oh, ich habe einen Crit. Komisch. Hey, wo kam denn der Crit-Treffer her? Die Geschütze gehen schnell weg. Ich muss gucken, womit ich... Okay, ich merke... Was? Was, bist du wieder da? Nee. Wo ist der Schaden gerade hergekommen? Warum hast du gerade einen Crit gemacht? Ich habe auch komischerweise einen Crit gemacht. Weil der Bunker gerade auf einen Schlag sein ganzes Leben verloren hat. Wow! Okay. Da kam so ein Blitz von links irgendwie. Okay. Ist der von einem Geschütz getroffen worden oder wie? Von einem Flieger oder wie? Ich hab keine Ahnung. Aber 0, nix war der Bunker weg. Also ja, er ist noch nicht ganz weg. Verdammt, wir werden wieder beschossen mit Mörsern. Ich kümmere mich gerade um die ganzen... Ja, aber was ist denn jetzt unsere Aufgabe gerade? Ah, da ist er. Ich glaube, ich habe ihn zerstört. Ja, wir haben ihn. Trotzdem habe ich immer noch keine Ahnung, wie wir den zerstört haben. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Und Bomb. Sehr schön. Oh, viel Zeug, sehr gut. Ach, verrecke endlich. Jetzt, da der Bunker zerstört ist, kommst du an die Türe zu meinen Räumen heran. Mach schnell. Du nervst mich. Ich weiß, dass deine Verletzung kritisch ist, dann stirb auch. So. Zack, also zack, bisher, zack. Bisher habe ich nichts gefunden, was so sehr geil ist. Wow, also hier ist ein Sniper mit 800. Der ist ein Kommando. Ah, nee. 846. Ja, okay, die kriegst du. Willst du dann die Pistole haben, die ich gerade... Boah, die war ja ultra stark. Pistole, was hast du denn? Zeig mal. Also hier liegt noch Müll rum, aber ich habe gerade gefunden noch... Hier liegt noch Müll rum. Ich lasse einfach mal fallen. Das blaue Ding da. Das grüne meinst du? Hier. Hä, wo? Ah, hier. Nämlich 350 Schaden. Ja, die Genauigkeit, ne? Probier aus, ob du damit schießen kannst. Ja, einfach. Ich probier's mal. Ansonsten, hier liegt auch noch eine Pistole mit 430 Schaden, Colt, aber der hat halt nur 6 Schuss und, ja. Die Wumme hier hinten sieht nicht deshalb aus. Ja, ich probier's mal. Mal gucken, wie man damit schießen kann. Ah, ist voll okay. Ah, und die explodiert beim Wegwerfen, das ist gut. Das gefällt mir. Was ist das für ein Nachteil? Verursacht, erhöht die Stabilität. Hat keinen Nachteil, okay. Revolver. Obwohl, der sieht auch nicht schlecht aus, muss man ganz klar sagen. Jetzt habe ich dieselbe Sniper nochmal in hellblau, geil. ich bräuchte mal einen Gegner zum Testen. Ja, ich glaube, wir sind gerade hier keine Gegner. Ah, was nehme ich denn mit? Okay, ne? Ja, interessante Sache, Leute, jetzt. Ist die Pistole denn gut, oder? Ja, aber ich habe jetzt den Revolver, weil der hat viel mehr Schaden. Doch, aber deutlich schneller zum Nachladen. Hier noch ein Kommandoskill. Ich weiß nicht, ob der gut ist mit Gesundheitsregeneration, Maximalgesundheit und verzweifeltes Aufbäumen-Skill. Ja, warte, ich muss mal kurz. Also, liebe Leute, was nehme ich hier? Den Quickshot mit weniger Schaden, dafür aber mehr Munition und genauer ist er gar nicht. Ich glaube, ich nehme den Revolver, das ist schon okay. Da musst du zwar häufiger nachladen, aber der ist gut, glaube ich. Ja, prima. Was sagtest du? Entschuldigung, hab dir nicht zugehört. Hier vor mir liegt noch ein Ding für dich. Oh ja, das ist gut. Okay. Weißt du, was ich jetzt benutze, auch wenn es nichts bringt an sich? Ein Schutzschild mit 2000. Ja, sehr gut. Wo hast du denn Schutzschild herbekommen? Das lag hier rum. Das ist ein graues Ding. Aber ich habe auch eins. Oh, ich habe auch eins mit 2000. Warte mal. Sogar noch mit Munitionsabsorption. Meine ist halt mit mit Spike-Explosion. Nehme ich. Geil, oh, guck mal, der muss jetzt aufladen, weil er nämlich... Ja, bei mir cool. Genauso. Es hat ziemlich lang gedauert. Sehr cool. Ja, prima. Warte mal, dann gehen wir doch mal kurz noch mal einen Aufstieg hier durchchecken. Okay, die Badass-Token, die brauchen wir nicht. Und machen, würde ich mal sagen... Wir wollen ja hier hin am besten. Oder... Nee, ich glaube, ich richte mich nochmal an mein Geschütz. Und mache hier mal ein bisschen was. Ja, das klingt doch gut. Machen wir das mal so. Genau. Übrigens, das habe ich, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge schon gemacht. Aber wir wurden wieder zurückgesetzt. Und dann habe ich den Skillpunkt woanders hingesetzt. Nämlich hierhin, glaube ich. Weil ich nämlich dahin wollte. Aber ich dachte mal, das Geschütz, mein liebes Sabri, das braucht auch ein bisschen Pimp. Und deswegen... Gebe ich das jetzt hier weiter. So, dann würde ich mal sagen, was machen wir jetzt?
Wir haben noch ein paar Minuten. Also ja, noch ein paar Minuten. Noch, ja. Noch reingehen. Ja, dann gehen wir erstmal in den brennenden Bunker rein. Nee, wir können da noch nicht reingehen. Da vorne zu Angel müssen wir. Also, ich dachte schon. Müssen wir runter jetzt erstmal. Ja, weil. Dann kann ich an den Automaten vorbei gegen den Rest noch verkaufen. Aber das ist eine gute Idee. Ja, dann mal los. Und oft unterwegs ein bisschen Munition mitnehmen. Ja. Weil ich bin ziemlich alle, glaube ich. Ja. Also nur was SMG angeht. Der Rest ist relativ voll. Boah, das finde ich aber sowieso. Ich muss sagen, das ist echt, komm her. So. Ich muss sagen, das mit den Lasern habe ich irgendwie nicht so richtig kapiert. Was? Also das war irgendwie so ein bisschen. Keine Ahnung, was die gemacht haben. Ja, also, doch, die haben was abgezogen. Ich bin gleich da, Soldat. Ich klettere zur Rückseite des Controller-Kerns hoch. Wir treffen uns drin. Ach, die Jungs sind cool. Aber ich weiß nicht so genau. Wir gehen einfach durch den Fronteingang und der klettert da irgendwo eine Wand hoch. Oder? Das ist schon cool irgendwie, ja. Ja, wir sind auch zu zweit, ne? Also, ne? Wir können ja ein bisschen mehr. Warte, hier. Ja, ich will gerade zu den Automaten gehen, einfach mal schnell verkaufen. Gut. Oh ja, mache ich das auch mal eben kurz. Ein bisschen Überreste verkaufen. Gimme Automat. Ja, es belastet mich unglaublich. Also die brauche ich nicht mehr. Ah, verdammt, jetzt habe ich die falsche verkauft. Egal. Ich habe mich jetzt für den Revolver entschieden. Ja, aber ich habe mich jetzt für den Revolver entschieden und dann. Ich habe noch eine Waffe für dich. Das ist auch der Revolver. Die lasse ich einfach mal und entscheide dann spontan. Die Granate. Den Schild brauche ich nicht mehr. Die Ladegeschwindigkeit habe ich geskillt über die Badass-Token. So brauche ich das nicht mehr. Brauche ich auch nicht mehr. Und das ist ausgerüstet, okay. Ich muss sagen, die Schrotflinte bräuchte ich mittlerweile eigentlich mal eine bessere. Das heißt, ich glaube, wenn ich jetzt ein gutes Sturmgewehr finde, dann. Gerade? Ja? Was hältst du denn von dieser Pistole? Oder? Sag mal. Boah! Dachte, weil du ja so gern Schaden magst. Boah, die ist krass. Die ist vor allem total genau, das ist schön. Ja, die nehme ich direkt. Dann verkaufe ich den Revolver, doch. Ich nehme, glaube ich, gerade mal. Nice. Nee, ich bleib bei Sniper Rifle Schaden und nicht 32% mehr Gesundheit. Sehr gut, dann kann ich die auch verkaufen. Weil, wie gesagt, Schaden ist wichtig, aber ich finde die Genauigkeit ist besonders, gerade bei der Pistole ist die besonders wichtig, weil du kannst mit den Pistolen lustigerweise ziemlich gut Drohnen zum Beispiel abschießen. Ja, was ich gerade sagen wollte ist, ich glaube, ich werde die Schrotflinte mal wechseln, weil die nutze ich eigentlich, das ist keine Schrotflinte, das ist eine Schrotflinte, weil die nutze ich relativ selten, weil ich selten auf Nahkampf gehe, deswegen werde ich, glaube ich, mal das Sturmgewehr nehmen wieder. Ich benutze die auch fast gar nicht mehr irgendwie. Ja, die sind auch nicht mehr so stark irgendwie, ne? Deswegen werde ich, glaube ich, mir, wenn ich ein schönes Sturmgewehr finde, werde ich das, glaube ich, wieder einsetzen. Weißt du was, ich würde sagen, wir machen sogar an der Stelle Folgenpause und machen nächste Folge weiter. Oh, das doch, dann gehen wir da rein, oder? Genau. Ja, prima, Leute. Würde ich mal sagen, nachdem wir hier den Bunker erstürmt haben, beziehungsweise den Bunker fliegend geknackt haben. Genau. Keine Ahnung wie. Ja, keiner weiß es. Das war irgendwie so sehr magic irgendwie. Machen wir nächste Folge weiter. Und Tavano wirft ein bisschen mit explodierenden Sachen um sich, finde ich gut. Mach ich immer gern. Ja, gut, dann gucke ich mal weiter, wie er da irgendwie so. Ja, und wir brechen dann diese Folge hier auf, ab. Auf, genau. Ja, und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, ne? Also, danke fürs Zuschauen an euch und bis dahin. Macht's gut, Leute.